Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne unsere heutige Plenarsitzung und unterbreite dem Parlament die durch das Präsidium festgelegte Tagesordnung. Kein Einwand. Ich weise noch darauf hin, dass sich für heute entschuldigt haben die Kollegin Inga Voss und der Kollege Colin Kraft. Auf Ihren Bänken finden Sie eine Übersicht der eingegangenen Schreiben und Mitteilungen, die dem ausführlichen Bericht beigefügt werden. Gibt es dazu Bemerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann können wir zum nächsten Punkt übergehen. Auf Ihren Bänken finden Sie ebenfalls eine Übersicht der hinterlegten Dekretentwürfe und Vorschläge, Beschlussinitiativen und Berichte, die ebenfalls dem ausführlichen Bericht beigefügt wird. Gibt es dazu Bemerkungen? Auch das ist nicht der Fall. Dann können wir zu Punkt 5 unserer Tagesordnung kommen, zur Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates des Belgischen Rundfunk- und Fernsehzentrums. Gemäß Artikel 8, Paragraph 2 des Dekretes vom 27. Juni 1986 über den BRF schlägt jede im Parlament vertretene Fraktion eine Liste von Kandidaten für die effektive Mitgliedschaft vor. Für jedes effektive Mitglied werden zudem zwei Ersatzkandidaten vorgeschlagen. Wie in der Plenarsitzung vom 23. September diesen Jahres beschlossen, setzt sich der BRF-Verwaltungsrat insgesamt aus 9 effektiven Mitgliedern zusammen. Die ProDG-Fraktion stehen 3, der CSB-Fraktion 2, der SP-Fraktion, der Vivant-Fraktion, der Ecolo-Fraktion und der PFF-Fraktion jeweils ein Mandat zu. Mir liegen dazu folgende Vorschläge vor. Die ProDG-Fraktion schlägt folgende Kandidatinnen und Kandidaten vor. Erstes effektive Mitglied Anne Schröder, Ersatzmitglieder Ludwig Gielen und Andreas Lejeune. Zweites effektive Mitglied Jürgen Hetzel, Ersatzmitglieder Lisa Goebbels und Claudine Laschet. Drittes effektive Mitglied Inge Schommer und Ersatzmitglieder Roland Lenz und Fabrice Maaßen. Die CSP-Fraktion schlägt folgende Kandidaten vor. Erstes Mitglied Patrick Knobs, Ersatzmitglieder Simon van Minzel und Moritz Kreitz. Zweites effektive Mitglied Frederik Höse, Ersatzmitglied Etienne Simard und Konrad Michels. Die SP-Fraktion schlägt Guido Breuer als effektives Mitglied und Jean-Pierre Wetzel sowie Martin Delhaas als Ersatzmitglieder vor. Die Vivant-Fraktion schlägt Pascal Baudimont als effektives Mitglied und Marco Hoffmann sowie Elena Peters als Ersatzmitglieder vor. Die Ecolo-Fraktion schlägt Frederik Gabriel als effektives sowie Fabienne Colling und Björn Marx als Ersatzmitglieder vor. Und die PFF-Fraktion schlägt Ralf Urfels als effektives sowie Verena Posch und Linda Gauder als Ersatzmitglieder vor. Gemäß Artikel 98, Paragraph 4 der Geschäftsordnung werden die Kandidaten ohne Wahlgang als gewählt erklärt, wenn die Anzahl Kandidaten der Anzahl der zu vergebenden Sitze entspricht. Ich stelle fest, dass die vorgeschlagene Anzahl Kandidaten der Anzahl zu besetzender Sitze entspricht und demzufolge erkläre ich hiermit die vorgeschlagenen Kandidaten als effektive Mitglieder sowie erste und zweite Ersatzmitglieder des BRF-Verwaltungsrates als gewählt. Kein Einwand, damit ist das beschlossen und ich wünsche allen, die da heute benannt werden, ein erfolgreiches Wirken innerhalb des BRF. Wir kommen nun zur Vorstellung der Haushaltsdekretentwürfe. Für die Vorstellung durch die Regierung wurde im Präsidium eine Redezeit von maximal 60 Minuten vereinbart. Kein Einwand. Dann ist das so und ich erteile dem Herrn Ministerpräsidenten unverzüglich das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor wenigen Wochen haben wir Ihnen unsere inhaltlichen Schwerpunkte für diese Legislaturperiode vorgestellt und
dabei zahlreiche Reformen angekündigt, die notwendig sind, um unsere Heimat in einer sich rasant verändernden Welt fit für die Zukunft zu machen. In unserer Regierungserklärung vom 16. September steht nicht ohne Grund: Wenn wir die Lebensqualität in Ostbelgien aufrechterhalten wollen, wenn wir die Lebensbedingungen der Menschen verbessern wollen, wenn wir den Menschen Zukunftsängste nehmen und ihnen stattdessen neue Zukunftschancen eröffnen wollen, wenn wir wollen, dass die Menschen in Ostbelgien hoffnungsfroh in die Zukunft schauen können, dann müssen wir den Mut zu Veränderungen aufbringen. Dann müssen wir öffentliche Dienstleistungen so anpassen, dass sie mit globalen Entwicklungen Schritt halten können. Kurzum, dann müssen wir unsere Gemeinschaft zukunftsfähig machen. Vor diesem Hintergrund streben wir weitreichende Verbesserungen und Veränderungen an, zum Beispiel in unserer eigenen Verwaltung, in der Beschäftigungspolitik, bei der Gesundheitsversorgung, bei der Gestaltung unserer Ausbildungslandschaft, in der Förderpädagogik, bei der Lehrerausbildung, bei der Aufwertung des Ehrenamtes, dem Klimaschutz, der Digitalisierung, bei der Stärkung von Dörfern, Vierteln und Städten, in der mentalen Gesundheit, bei der Arbeitsmarktintegration, beim Ausbau der Kinderbetreuungsangebote, in der Berufswahlvorbereitung, bei der Sicherung von Fachkräften oder auch in der Seniorenpflege, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Vor uns liegt also eine wahrhaft herausfordernde Legislaturperiode, sowohl mit Blick auf unser ehrgeiziges Regierungsprogramm als auch mit Blick auf die finanzpolitischen Rahmenbedingungen, die unser politisches Handeln beeinflussen. Die makroökonomischen Parameter in unserem Land haben sich aufgrund von internationalen Krisen, Handelskonflikten, rückwärtsgewandtem Protektionismus und dem drohenden Brexit bekanntlich erheblich verschlechtert. Innerhalb eines einzigen Jahres ist das für 2009 in Belgien prognostizierte Wirtschaftswachstum von 1,7% zunächst auf 1,5%, dann auf 1,3% und schließlich auf 1,1% gesunken. Und gleichzeitig ist die für 2019 prognostizierte Inflationsrate von 1,9 auf 1,5% gesunken. Dieser Abwärtstrend setzt sich auch 2020 fort. Das prognostizierte Wirtschaftswachstum sinkt von 1,4% auf derzeit 1,1%. Die vorausberechnete Inflationsrate sinkt von 2,0 auf 1,4%. Und diese Verschlechterungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben naturgemäß massive Auswirkungen auf unsere Einnahmen. Als einzige Gemeinschaft unseres Landes haben wir aber dieser Entwicklung noch kurz vor den Wahlen Rechnung zu tragen versucht und den Haushalt 2019 noch im Mai 2019 angepasst. Als einzige Gemeinschaft unseres Landes, ja als einziger Gliedstaat unseres Landes, haben wir im Mai 2019 unsere Einnahmen schon nach unten korrigiert. So transparent wie wir ist kurz vor den Wahlen niemand in Belgien mit der finanzpolitischen Wahrheit umgegangen. Seitdem haben sich diese Parameter aber weiter verschlechtert. Das gilt sowohl für das Wirtschaftswachstum als auch für die Inflation. Auf die laufende Legislaturperiode hochgerechnet haben wir seit der letzten Haushaltsanpassung, also innerhalb von 5 Monaten, Einnahmen in Höhe von 29,7 Millionen Euro verloren. Auf der Grundlage der aktuellen Parameter, hochgerechnet auf eine Legislaturperiode, sinken unsere Einnahmen also noch einmal im Schnitt um 5 Millionen Euro pro Jahr. Im Vergleich zum Ursprungshaushalt 2019, den wir vor 11 Monaten hier verabschiedet hatten, sinken unsere Einnahmen auf die Legislatur hochgerechnet sogar um knapp 38 Millionen, also im Schnitt um 6,3 Millionen Euro pro Jahr. 38 Millionen Euro Mindereinnahmen,
die nur zum Teil durch spätere Indexierung von Gehältern aufgefangen werden können. Das entspricht in etwa 8% eines Jahreshaushaltes der deutschsprachigen Gemeinschaft. In den anderen Teilen unseres Landes sieht es natürlich nicht besser aus. Das ist der Grund dafür, dass die wallonische Region, die französische Gemeinschaft und sogar die flämische Gemeinschaft das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes mittlerweile aufgegeben haben. Wallonen und Flamen haben in ihren Regierungserklärungen für die kommenden Jahre hohe Haushaltsdefizite angekündigt. Sie wollen erst 2024 einen ausgeglichenen Haushalt hinterlegen. Zudem haben sie genau wie die Region Brüssel vereinbart, einen Großteil ihrer Investitionen in Infrastruktur und Ausstattung zu amortisieren bzw. zu neutralisieren, also aus der sogenannten SEC-Norm herauszurechnen. Das klingt sehr technisch, das hat aber einen enormen Einfluss auf deren Investitionskapazität. Alle belgischen Gliedstaaten wenden mittlerweile diese Technik der Neutralisierung von Investitionsausgaben an. Darauf komme ich gleich noch einmal zurück. Kolleginnen und Kollegen, im Gegensatz zu unseren wallonischen, frankophonen und flämischen Freunden darf ich Ihnen heute ausgeglichene Haushalte vorstellen. Der mittlerweile vom Rechnungshof zertifizierte und Ihnen jetzt zur Abstimmung vorliegende konsolidierte Jahresabschluss 2018 weist für dieses Jahr 2018 einen Überschuss in Höhe von 1.101.883,24 € aus. Die nachträglich erfolgten sogenannten SEC-Korrekturen in Höhe von etwa 4 Millionen durch das ICN sind statistischer Natur. Wir schließen also das Jahr 2018 mit einem Überschuss ab, vom Rechnungshof zertifiziert. Das hat es in den letzten 27 Jahren kein einziges Mal gegeben. Hinzu kommt, dass wir 2018 erneut auf 4 Millionen Euro der im Haushalt eigentlich vorgesehenen Ausgaben verzichtet haben. Das wiederum ist das Resultat der erfolgreichen Durchforstung unserer fakultativen Ausgaben und zeugt vor allem von einer sehr vorsichtigen Haushaltsplanung. Für 2019 nun schlagen wir Ihnen einen kleinen, einen bescheidenen, aber einen realen Überschuss von 123.000 € vor. Der Haushalt 2019 befindet sich also ebenfalls im Gleichgewicht. Da wir am 1. Januar 2020 die Zuständigkeit für den Wohnungsbau von der wallonischen Region übernehmen, werden wir auf der Grundlage der Übertragungsdekrete in Kürze auch die Aktiva, das heißt die Immobilien, und die damit verbundenen Altlasten der wallonischen Region übernehmen. Das ist im Grunde gut für uns und unsere Bilanz, aber es hat natürlich Auswirkungen auf die Buchhaltung. So werden wir zum Beispiel nach jetzigem Stand der Schätzung, das kann sich bis zum 31.12. noch verändern, knapp 40 Millionen Euro Altlasten von der wallonischen Region übernehmen, die uns natürlich in der Folge von den hiesigen Wohnungsbaugesellschaften wieder zurückerstattet werden. Finanzpolitisch ist das natürlich eine Nulloperation, auch wenn buchhalterisch betrachtet die nominale Schuld der Gemeinschaft dadurch vorläufig bis zur Rückzahlung ansteigt. Für 2020 nun hinterlegen wir heute ebenfalls einen ausgeglichenen Haushalt. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit gewesen. Zumal wir im Gegensatz zu allen anderen Gemeinschaften und Regionen unseres Landes keine Investitionen neutralisieren. Wie schon in der vergangenen Legislaturperiode durchforsten wir weiterhin alle fakultativen Ausgaben und nehmen überall dort, wo das möglich ist, Umschichtungen vor, um die eigentlichen inhaltlichen Schwerpunkte unseres Programms finanzieren zu können. So sind wir zum Beispiel in der Lage, die Mehrkosten für das Kindergeld zu finanzieren. Bekanntlich hatte die zuständige Behörde des Föderalstaates, bekannt unter dem Namen FAMIFET, uns diesbezüglich unzuverlässige Simulationen geliefert, weil die Behörde nicht über alle Statistiken verfügte.
Die Ausgaben für die Familienzulagen liegen um etwa 2,5 Millionen Euro in 2019 höher als vorgesehen. Wir erhöhen jetzt unsere Ausgaben für das Kindergeld um diese benötigten Summen. Und dieses Geld kommt natürlich dann integral und unmittelbar den Kindern, den Familien in unserer Gemeinschaft zugute. Ich bekräftige an dieser Stelle, was ich schon vor einer Woche hier im Ausschuss gesagt habe. Die Erhöhung der Mittel für das Kindergeld belegt, dass wir mit drei Kernaussagen zu unserem Familienzulagensystem von Anfang an recht hatten. Erstens, wir geben sehr viel mehr Geld für das Kindergeld aus, als wir dafür vom Föderalstaat bekommen. Das haben wir immer gesagt. Den neuen Schätzungen zufolge stellen wir den Familien in unserer Gemeinschaft etwa 3 Millionen Euro mehr zur Verfügung, als diese Familien vorher vom Föderalstaat erhalten haben. Zweitens, wir sind die einzige Gemeinschaft unseres Landes, die die Mittel für das Kindergeld erhöht hat. Keine Gemeinschaft oder Region in Belgien investiert im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl so viel in die Familienzulagen wie die deutschsprachigen. Drittens, der unabhängige Bund der Familien hatte ja schon vor Monaten öffentlich festgestellt, dass das neue Kindergeldsystem der deutschsprachigen Gemeinschaft, ich zitiere, das großzügigste und das kinderfreundlichste im ganzen Land sei. Diese Feststellung des Bundes der Familien wird durch die neuen Zahlen natürlich eindrucksvoll bestätigt. Sowohl 2019 als auch 2020 erhöhen wir zudem die Mittel für die Bildung von Kindern und Jugendlichen, und zwar im Vergleich zur ersten Haushaltsanpassung 2019 um 2 Millionen Euro jährlich wiederkehrend. Ich darf daran erinnern, dass wir unsere Investitionen in die Bildungspolitik bereits in der letzten Legislaturperiode trotz sinkender Schülerzahlen in einem bis dahin nie gekannten Ausmaß erhöht hatten. Der Bildungshaushalt wurde in den letzten 5 Jahren um sage und schreibe 22% erhöht. Zum Beispiel um zusätzliche Förderpädagogen einzustellen, um die Sprachförderung zu verbessern, um die Schulbesuchskosten zu senken, die Teamarbeit in den Schulen zu verbessern, die Klassengrößen zu senken, die duale Ausbildung aufzuwerten oder auch um die Verwaltungsstrukturen von Grundschulen zu stärken. Trotz dieser nun wirklich großen Anstrengungen erhöhen wir den Bildungshaushalt jetzt noch einmal um 771.000 Euro in 2019 und um weitere 1,3 Millionen Euro in 2020. Mit diesem Geld finanzieren wir zum Beispiel die Einstellung von zusätzlichen Lehrpersonen in den Sekundarschulen, eine weitere Aufwertung der dualen mittelständischen Ausbildung und die Schaffung von zusätzlichen Stellen für Kindergartenassistenten. Zu Beginn dieses Schuljahres im September wurden nämlich erneut 2,25 zusätzliche Stellen, Vollzeitstellen für Kindergartenassistenten geschaffen. Insgesamt haben wir den Kindergärten also mittlerweile 26,75 zusätzliche Vollzeitstellen für Kindergartenassistenten zur Verfügung gestellt, obwohl die Herabsenkung des Eintrittsalters in den Kindergarten um 3 Jahre verschoben wurde. Von Sparmaßnahmen kann also in diesem Bereich keine Rede sein. Zusätzliche bildungspolitische Investitionen sehen wir zudem vor für die geplante Gesamtvision, für die Umsetzung des mit den Gewerkschaften vereinbarten Sektorenabkommens zur Aufwertung des Lehrerberufs, für Initiativen von Kaleido zur Eltern-Kind-Bildung, für die Digitalisierung unserer Schulen, für die Einstellung von Fachteamleitern in Sekundarschulen und für die Schaffung zusätzlicher Stellen für die Förderpädagogik. Wir halten also trotz schwierigster Rahmenbedingungen an unserer finanzpolitischen Weichenstellung zugunsten der Bildung unserer Kinder und Erwachsenen fest. Investitionen in die Bildung sind nämlich nach unserer Überzeugung die besten, die wir überhaupt tätigen können. Bildung entscheidet über die Lebensperspektiven jedes einzelnen Menschen. Und deshalb sind wir fest entschlossen,
den Bildungshaushalt auch in den kommenden Jahren weiter zu erhöhen. Dasselbe gilt für die Kinderbetreuung. Wie schon in der Regierungserklärung im September angekündigt, wollen wir unseren Masterplan für den Ausbau der Kinderbetreuung umsetzen. Wir halten an unserem Anspruch fest, für jedes Kind, das einen Betreuungsplatz braucht, auch einen Betreuungsplatz zu finanzieren. Deshalb haben wir bereits in der letzten Legislaturperiode die Mittel für die Kleinkindbetreuung glatt verdoppelt. Die Entschädigungen für Tagesmütter um 9% angehoben, die Gehaltsbaremien für Kinderbetreuer deutlich verbessert und 4 zusätzliche Standorte für die außerschulische Betreuung ermöglicht. Wir haben heute schon mit mehr als 40% die höchste Kleinkindbetreuungsquote im ganzen Land. Derzeit werden etwa 900 Kinder in Kinderkrippen oder bei Tagesmüttern betreut. Und über 2.500 Kinder nehmen die Angebote der außerschulischen Betreuung in Anspruch. Aber Kolleginnen und Kollegen, wir haben das schon mal gesagt, wir wollen mehr. Wir wollen den Bedarf in der Kinderbetreuung zu 100% abdecken. Und deshalb erhöhen wir jetzt die entsprechenden Finanzmittel im kommenden Jahr erneut um mehr als 10%. Kolleginnen und Kollegen, auch die Sozial- und Gesundheitspolitik ist ein ganz großer Schwerpunkt unserer Arbeit. Das war so und das bleibt so. Darauf sind wir in der Regierungserklärung ausführlich eingegangen. Ich brauche das nicht alles in Erinnerung zu rufen. In den letzten 5 Jahren haben wir die Mittel für häusliche Hilfen beispielsweise um 40% erhöht. In den Alten- und Pflegeheimen, heute Wohn- und Pflegezentren, sind 111 zusätzliche Plätze entstanden. Die Anzahl betreuter Wohnungen konnte glatt verdoppelt werden und zusätzliche neue alternative Wohnformen sind entstanden. Mit den heute vorliegenden Haushaltsentwürfen erhöhen wir den Sozialhaushalt im kommenden Jahr noch einmal um sage und schreibe 4 Millionen Euro jährlich wiederkehrend. Darin enthalten sind die bereits erwähnten zusätzlichen Mittel für das Kindergeld natürlich. Zusätzliche Mittel für die Begleitung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund, neue Projekte zur Gesundheitsförderung, Reha-Maßnahmen im Ausland, zusätzliche Mittel für die Seniorenpflege und neue Projekte für alternative Wohnformen. Sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, trotz schwieriger finanzpolitischer Rahmenbedingungen werden wir auch unserer sozialpolitischen Verantwortung gerecht. Beachtliche Erhöhungen sehen wir im kommenden Jahr für den Kultur-, Medien-, Tourismus- und Sporthaushalt vor. Wir schlagen vor, die laufenden Ausgaben für diese Bereiche im Vergleich zur ersten Haushaltsanpassung um 1,6 Millionen Euro jährlich wiederkehrend zu erhöhen. Das entspricht für den Kulturhaushalt im weitesten Sinne einer Steigerungsrate von 10,9%. Die Dotation des Bergischen Rundfunk soll um knapp 500.000 Euro erhöht werden, um das neue Statut des BRF-Personals und die DAB-Plus-Verbreitung im Inland zu finanzieren. Die Pressebeihilfe wollen wir um 139.000 Euro erhöhen. Die Mittel für die professionellen Kulturträger wollen wir auf der Grundlage des abgeänderten Kulturförderdekrets im kommenden Jahr um 30% anheben. Und darüber hinaus wollen wir mit Mea Kusma einen weiteren regionalen Kulturveranstalter finanzieren. Zusätzliche Mittel sehen wir auch vor für die Umsetzung des neuen Rahmenabkommens, das wir vor den Wahlen mit dem nicht kommerziellen Sektor geschlossen hatten. Mehr Geld wollen wir zudem investieren in den Ausbau des Streetwork. Und wie in der Regierungserklärung bereits angekündigt, sehen wir erstmals Finanzmittel vor für den Leitverband des ostbelgischen Sports. Wir gehen davon aus, dass dieser Verband im kommenden Jahr seine Arbeit aufnehmen kann. Die Zuschüsse an die Tourismusagentur aus Belgien sollen ebenfalls angehoben werden, unter anderem um die Kosten für den Stoneman und die Realisierung des Ardennensteigs finanzieren zu können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie Sie anhand all dieser Beispiele, und es sind wirklich nur Beispiele, laufender Ausgaben festgestellt haben, sind wir weiterhin in der Lage, die Schwerpunkte unseres Regierungsprogramms zu finanzieren.
Wir sind auch weiterhin in der Lage, die schwarze Null, wie sie so schön genannt wird, aufrechtzuerhalten. Und das verdanken wir der konsequenten Umsetzung unserer finanzpolitischen Strategie, der Durchforstung aller fakultativen Ausgaben und der klaren inhaltlichen Schwerpunktsetzung im Ausgabenhaushalt. Aber, Kolleginnen und Kollegen, wir sind natürlich nicht in der Lage, mathematische Gesetze außer Kraft zu setzen. Wenn einerseits die Einnahmen sinken, andererseits die laufenden Ausgaben steigen und man trotzdem den Haushalt im Gleichgewicht behält, dann kann man logischerweise weniger in Infrastruktur, Ausstattung und Ausrüstung investieren. Dann sinkt zwangsläufig die sogenannte Investitionsfähigkeit der öffentlichen Hand. Wir sind dauerhaft in der Lage, die schwarze Null zu halten, weil wir voraussichtlich auch in den kommenden Jahren Überschüsse im laufenden Haushalt erzielen werden. Aber wir werden sehr viel weniger in Infrastruktur, Ausstattung und Ausrüstung investieren können. Das hat übrigens nicht nur mit den sinkenden Einnahmen zu tun. Das ist nicht zuletzt auf die Anwendung der strengen europäischen SEC-Buchhaltungsnormen zurückzuführen. Am vergangenen Montag habe ich das in einer öffentlichen Ausschusssitzung nochmal in Erinnerung gerufen. Eine staatliche Einrichtung wie die deutschsprachige Gemeinschaft darf wegen dieser europäischen Buchhaltungsnormen nur laufende Haushaltsüberschüsse, Überschüsse in den laufenden Ausgaben in Infrastruktur oder Ausstattung investieren. Wir müssen also im laufenden Haushalt einen Überschuss erzielen, um überhaupt irgendetwas investieren zu können. Wir dürfen wegen dieser SEC-Normen im Gegensatz übrigens zur privaten Wirtschaft auch keine Überschüsse ansparen, um sie in den Folgejahren investieren zu können. Nein, wir dürfen in jedem Jahr nur genau den Überschuss investieren, den wir in genau diesem Jahr erwirtschaften, weil Abschreibungen nicht erlaubt sind. Wenn nun die Einnahmen wegen schlechter Konjunkturdaten sinken, dann verschlechtert sich auch, das ist mathematisches Gesetz, das Ergebnis des laufenden Haushaltes und somit die Investitionskapazität des Staates. Und das ist der Grund dafür, dass wir seit vielen Jahren gemeinsam mit allen belgischen Gliedstaaten, gemeinsam auch mit der föderalen Regierung, eine Abänderung der europäischen Buchhaltungsregeln beziehungsweise eine flexiblere Auslegung dieser Regeln für Belgien einfordern. Und wenn ich mir die Diskussionen auf europäischer Ebene anschaue, dann gebe ich jedenfalls die Hoffnung nicht auf, dass einige europäische Mitgliedstaaten irgendwann erkennen, dass diese Normen, so wie sie heute ausgelegt werden, absolut kontraproduktiv sind und sowohl der Gesellschaft als auch der wirtschaftlichen Entwicklung schaden. Weil wir in der deutschsprachigen Gemeinschaft unseren Haushalt in den letzten Jahren konsequent ins Gleichgewicht gebracht haben, gehört die deutschsprachige Gemeinschaft aber zu den wenigen staatlichen Einrichtungen, die im laufenden Haushalt immer noch Überschüsse erzielt. 2020, also im kommenden Jahr, werden wir den jetzigen Prognosen zufolge einen laufenden Haushaltsüberschuss, einen Überschuss in den laufenden Ausgaben in Höhe von 11,3 Millionen Euro erwirtschaften können. Und genau diese Summe dürfen wir also als Ausgabeermächtigungen für Infrastruktur, Ausstattung und Ausrüstung vorsehen. Für den Infrastrukturplan 2020 sehen wir Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9,9 Millionen Euro vor. Insgesamt wollen wir damit 67 Infrastrukturvorhaben bezuschussen. Zu 60% wollen wir beispielsweise folgende Projekte finanzieren: den geplanten Neubau für die VOG dabei in St. Vith mit einem Zuschuss von knapp 1,7 Millionen Euro, den Abriss und Neubau des Saales Jaspech in Möhringen mit einem Zuschuss von 937.000 Euro, die Erneuerung von Fenstern und Fassaden der Dorfgemeinschaft Concordia Hünningen, die Anschaffung einer Bühne für den Dorfsaal Utlom
die Erneuerung der Heizung der VUG Brunefarm, den Einbau einer neuen Küche in der Patronage Kelmis, Instandsetzungsarbeiten im Bergscheider Hof Raren, einen elektrischen Sonnenschutz an der Halle des Tonleistungszentrums Amel, die Erweiterung der Reithalle in Büllingen, ein Langlauf- und Biathlonzentrum in Elsenborn mit einem Zuschuss von immerhin 871.000 Euro, die Erneuerung der Heizungsanlage in der Skihütte Weiwerts, die Erneuerung der Toiletten, Duschen und der Kantine der Sport- und Kulturgemeinschaft Lommersweiler, das Anlegen einer Multisportanlage in Ameln, die Sanierung und Beleuchtung und Sportböden in den Tennishallen des KTC Eupen, die Erweiterung von Kinderspielplätzen in der Gemeinde Kelmis, die Anschaffung neuer Spielgeräte in der Grundschule Lonzen, den Umbau des Rathauses in Eupen für das Touristinfo und das Stadtmarketing, Arbeiten an der Kapelle in Krewinkel, die Sanierung des Turms der Burg Raren, die Erneuerung von Fenstern in der Pfarrkirche Amel, die Instandsetzung des Aufzugs im Begleitzentrum Griesdeck, die Erneuerung der Dächer des Mosaikzentrums Eupen, Instandsetzungsarbeiten des Patientenrattreffs in Eupen und die Sanierung von Notaufnahmewohnungen in Eupen, um nur einige Beispiele zu nennen. Zu 80% wollen wir unter anderem finanzieren die Erneuerung von Fenstern im Kindergarten Schoppen, die Erneuerung von Dachfenstern in der Grundschule Niedrum und im Kindergarten Hauset, die Renovierung der Sanitäranlagen in der Grundschule Weiwerts, die Schaffung eines behindertengerechten Zugangs für die Grundschule Weiwerts, den Austausch der Heizung in der Schule Hauset, die Erneuerung der Heizungsanlage in der Grundschule Emmels, die Installation von Brandmeldeanlagen in den Gemeindeschulen von Kelmis und Hergenrath, die Erneuerung der Fassadenbekleidung im Kindergarten Einarten, den Sanitärtrakt in der Schule Lichtenbusch, das Anlegen eines Notausgangs in der Grundschule Neidingen, das Anbringen von Sonnenblenden in den Schulen von Recht und Rott, die Renovierung der Sporthalle am Bischöflichen Institut Büllingen mit einem Zuschuss von knapp 1,1 Millionen Euro und die Renovierung von sanitären Räumen in der Maria-Goretti-Schule St. Vith. All diese und viele andere Projekte haben wir in den letzten Wochen mit jedem einzelnen Gemeindekollegium in unserer Gemeinschaft ausführlich besprochen. Wo außerhalb unserer Gemeinschaft gibt es so etwas schon? Die gesamte Regierung bespricht jedes Jahr mit jedem Gemeindekollegium jedes einzelne Infrastrukturvorhaben von der Erneuerung einer Toilette bis zum Bau einer Sporthalle. Über jedes Projekt führen wir einen breiten Dialog mit den Gemeinden und ich denke, diese direkten Wege sind ein großer Vorteil unserer Autonomie. Viele der eben erwähnten, konkreten und für die Menschen in unserer Heimat durchaus wichtigen Projekte wären anderswo im Land gar nicht mit der Regierung besprochen und erst recht nicht bezuschusst worden. Ich erinnere zum Beispiel daran, dass wir die einzige Gemeinschaft unseres Landes sind, die Infrastrukturarbeiten an Schulen anderer Netze zu 80% bezuschusst. Auch das ist ein Vorteil unserer Autonomie. Das gibt es anderswo im Land nicht. Insgesamt sehen wir also für das kommende Jahr Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9,9 Millionen Euro für Infrastrukturvorhaben vor. Das ist immer noch ein vergleichsweise hoher Betrag. Wenn ich von den außergewöhnlich großen Projekten wie dem zweiten PPP-Schulbauprogramm, für das wir jetzt 150 Millionen Euro in die Simulation eingetragen haben, und dem geplanten Neubau eines Seniorenzentrums in St. Vith, das mit Projektkosten in Höhe von 52,6 Millionen Euro angemeldet wurde, absehen, dann bleiben im Registrierungskatalog noch 86 sogenannte klassische oder normale Projekte mit einem Zuschussvolumen von 22 Millionen Euro übrig, die bislang nicht genehmigt wurden. Aufgrund der absehbaren Haushaltsüberschüsse im laufenden Haushalt werden wir wohl auch nach 2020 in Infrastruktur und Ausstattung investieren können, aber deutlich weniger als zuvor.
Ich hatte dem Parlament bei der Vorstellung der Eckdaten zum Haushalt 2020 vor kurzem versprochen, den voraussichtlich notwendigen Verzicht auf Investitionen zu beziffern und in der Simulation einzutragen. Dieses Versprechen, das können Sie den Dokumenten entnehmen, lösen wir heute ein. Aufgrund der schlechten Wirtschaftsparameter, den dadurch sinkenden Einnahmen unserer Gemeinschaft und der strikten Anwendung der SEC-Buchhaltungsnormen wird die Investitionskapazität unserer Gemeinschaft in Ausgabeermächtigungen ausgedrückt. In den Jahren 2021, 2022 und 2023 um jeweils etwa 5 Millionen Euro, sprich um 40% sinken. Und deshalb werden wir zum Beispiel schon jetzt präventiv auf eine weitere Erhöhung der Wegedotation verzichten, die wir in der letzten Legislaturperiode noch um 73% angehoben hatten und die wir sicherlich gerne weiter angehoben hätten. Wir dürfen uns, Kolleginnen und Kollegen, in diesen Zeiten darüber freuen, dass die Vorgängerregierungen massiv Investitionen in Infrastruktur vorgezogen haben, um einen Investitionsstau zu verhindern. Die Infrastrukturen auf dem Gebiet unserer Gemeinschaft sind größtenteils in einem guten Zustand. Der Blick über die Sprach- oder auch die Staatsgrenzen zeigt, dass wir hierzulande nun wirklich vergleichsweise über sehr gut unterhaltene Schulen, Wohn- und Pflegezentren, Kulturzentren und Sportanlagen verfügen. Angesichts der großen globalen Herausforderungen, vor denen auch wir in unserer Gemeinschaft stehen, man denke nur an den Klimaschutz oder an die Digitalisierung, sollten wir uns trotzdem mit der Grundsatzfrage beschäftigen, wie wir die Investitionsfähigkeit unserer Gemeinschaft in den kommenden 3 bis 4 Jahren verbessern können. Andere Gemeinschaften und Regionen in Belgien und in Europa haben aufgezeigt, dass es solche Möglichkeiten durchaus geben kann. Viele Regionen greifen derzeit zum Beispiel massiv auf alternative Finanzierungstechniken zurück. Man denke nur an PPP-Verfahren selbst für kleinere Projekte, wie das in Flandern gemacht wird, an Contracting-Systeme oder auch an öffentlich-private Beteiligungsgesellschaften. Diese Techniken müssen nicht alle hier Anwendung finden. Sie machen nicht überall und für jedes Projekt Sinn. Aber sich solche Modelle im Detail anzuschauen, das kann eine lohnende Aufgabe für unsere Gemeinschaft sein. Alle anderen Gemeinschaften und Regionen unseres Landes neutralisieren zum Beispiel darüber hinaus in erheblichem Ausmaß ihre Investitionen in Infrastruktur und Ausstattung, um sich zumindest teilweise aus den kontraproduktiven Fesseln der europäischen Buchhaltungsnormen zu befreien. Bislang haben wir als deutschsprachige Gemeinschaft auf solche Techniken der Neutralisierung nicht zurückgegriffen. Aber es lohnt sich ganz bestimmt zu beobachten, wie unsere innerbelgische Haushaltsministerkonferenz, wie der belgische Konzertierungsausschuss und schlussendlich die Europäische Union darauf reagieren werden. Immerhin hatte die Föderalregierung gemeinsam mit allen Gemeinschaften und Regionen in der letzten Legislaturperiode einen Investitionsplan ausgearbeitet und hierfür von der Europäischen Union die Anwendung der sogenannten Flexibilitätsklausel angefordert. Eine definitive Antwort der Europäischen Union steht noch aus, aber die strikte und derzeit kompromisslose Anwendung der SEC-Normen wirkt in diesen Zeiten wie eine wirklich brutale Investitionsbremse. Und das kann nicht im Interesse der Menschen auf diesem Kontinent sein. Wir blicken gespannt auf die Diskussionen darüber in anderen Mitgliedstaaten der Union. Vielleicht kehren ja doch irgendwann noch Einsicht und wirtschaftspolitische Vernunft ein. Wir blicken auch mit großem Interesse auf die anstehenden innerbelgischen Verhandlungen über den eigentlichen Haushaltspfad für die kommenden Jahre. Und dabei gilt es natürlich, wie schon in der Vergangenheit,
die Interessen der deutschsprachigen Gemeinschaft zu wahren. Nicht zuletzt mit Blick auf unsere Investitionsfähigkeit. Auch auf diesem Wege könnte man die Investitionsfähigkeit der deutschsprachigen Gemeinschaft erweitern. Morgen früh reisen alle belgischen Ministerpräsidenten in Begleitung des Königs für 3 Tage zu einem Staatsbesuch nach Luxemburg. Ich werde selbstverständlich die Gelegenheit nutzen, mit all meinen Amtskollegen darüber auszutauschen. Und da ich noch heute Abend in Brüssel zu einem internen Briefing teilfahren muss, bitte ich um Verständnis dafür, dass ich diese Sitzung heute, Herr Präsident, etwas früher verlassen muss. Die Regierung, Kolleginnen und Kollegen, ist zu einer Grundsatzdebatte über all diese Fragen nach Investitionsfähigkeit gerne bereit. Sowohl innerhalb des Parlaments in einem parteiübergreifenden Dialog, gegebenenfalls sogar mit externen Experten, als auch außerhalb dieses Hauses, zum Beispiel mit den Sozialpartnern, mit dem WSR oder auch mit Vertretern der organisierten Zivilgesellschaft. In der Zwischenzeit werden wir uns natürlich weiterhin bemühen, die laufenden Haushaltsüberschüsse in den kommenden Jahren zu erhöhen, um auf diesem Wege unsere Investitionskapazität zu erweitern. Zum Beispiel durch die Durchforstung aller fakultativen Ausgaben oder auch durch eine Abänderung des ersten PPP-Vertrags. Wir werden überall dort sparen, wo das vertretbar erscheint. Genau wie in der letzten Legislaturperiode wollen wir aber in den kommenden Jahren auf drastische, sozial unverträgliche Sparmaßnahmen verzichten. Ich fasse zusammen. Im Jahre 2018 hat die deutschsprachige Gemeinschaft einen vom Rechnungshof zertifizierten Überschuss in Höhe von 1,1 Millionen Euro erzielt. Die Verschlechterung der Wirtschaftsparameter führt zwar in dieser Legislaturperiode zu Mindereinnahmen in Höhe von weiteren 30 Millionen Euro. Und trotzdem hinterlegen wir heute sowohl für 2019 als auch für 2020 einen ausgeglichenen Haushalt. Das ist weder der Wallonie noch Flandern und erst recht der französischen Gemeinschaft nicht gelungen. Wir haben unseren Haushalt konsequent durchforstet, um unsere inhaltlichen Schwerpunkte finanzieren zu können. Obwohl wir unsere Ausgaben für Bildung, Senioren- und Kinderbetreuung bereits in der letzten Legislaturperiode drastisch erhöht hatten, werden die Finanzmittel für diese ganz zentralen Bereiche jetzt noch einmal erhöht. Mehr als 70% unserer laufenden Ausgaben fließen in die Bereiche Bildung, Beschäftigung und Soziales. Hinzu kommen im nächsten Jahr beachtliche Zusatzausgaben für die Kultur, die Medien, den Sport und den Tourismus. Aufgrund der sinkenden Einnahmen und der strengen europäischen Buchhaltungsregeln müssen wir aber gleichzeitig feststellen, dass unsere Fähigkeit, in Infrastruktur, Ausrüstung und Ausstattung zu investieren, erheblich sinkt. Und deshalb regen wir eine Grundsatzdebatte darüber an, wie die deutschsprachige Gemeinschaft ihre Investitionsfähigkeit verbessern kann. Andere Regionen in Belgien und Europa haben aufgezeigt, wie das gelingen könnte. Damit möchten wir uns im kommenden Jahr gemeinsam mit Ihnen in einem breiten Dialog auseinandersetzen. Sie werden festgestellt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ich meine Redezeit nicht ausgeschöpft habe, wie ich sehe, bei weitem nicht. Ich denke aber, das kann ich mir erlauben, weil wir Ihnen heute auf mehr als 1.000 Seiten unsere Haushaltsplanungen schriftlich unterbreitet und erläutert haben. Sie sehen, wir werden auch in diesem Jahr unserem Anspruch auf maximale Transparenz gerecht. Für weitere Erläuterungen verweise ich auf diese Unterlagen und die Diskussionen darüber in den Ausschüssen. Ich freue mich auf die anstehenden Arbeiten in den Ausschüssen und wünsche uns allen konstruktive Haushaltsdebatten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diese Präsentation. Die verschiedenen Haushaltsdokumente werden in den kommenden Wochen in den jeweils zuständigen Ausschüssen behandelt. Die einzelnen Haushaltsentwürfe werden dann in den Plenarsitzungen vom 9., 10. und 12. Dezember 2019 zur Diskussion und Abstimmung gestellt. Zur Diskussion und Abstimmung steht nun der Sonderdekretentwurf zur Abänderung des Sonderdekretes vom 21. Februar 2005
zur Schaffung einer autonomen Hochschule und des Sonderdekretes vom 20. Januar 2014 zur Gründung eines Zentrums für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Das Präsidium schlägt folgende Redezeiten vor: für die Berichterstattung maximal 5 Minuten, für die Vorstellung durch die Regierung maximal 5 Minuten, für die Stellungnahmen der Fraktionen ebenfalls jeweils maximal 5 Minuten. Für eine etwaige Antwort der Regierung wurde eine Richtredezeit von 5 Minuten vereinbart. Für eventuelle Erwiderungen der Fraktionen wurden jeweils 2 Minuten vorgesehen. Kein Einwand? Dann können wir mit der allgemeinen Diskussion beginnen und die wird eröffnet durch unsere Berichterstatterin Frau Petra Schmitz. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Herren Minister, werte Kolleginnen und Kollegen. In den Sitzungen vom 26. September und 3. Oktober befasste sich der Ausschuss III für Unterricht, Ausbildung, Kinderbetreuung und Erwachsenenbildung mit dem Sonderdekretentwurf zur Abänderung des Sonderdekrets vom 21. Februar 2005 zur Schaffung einer autonomen Hochschule und des Sonderdekrets vom 20. Januar 2014 zur Gründung eines Zentrums für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Dokument 20, Nummer 1. Mit dem Sonderdekretentwurf, der 27. Juni 2019 von der Regierung im Parlament hinterlegt worden ist, werden 2 statische Verweise auf die Haushaltsordnung abgeändert. Für detaillierte Informationen zu den Beratungen des Ausschusses verweise ich auf den schriftlichen Bericht im Dokument 20 Nummer 2 zu den Abstimmungen. Die Artikel 1 bis 3 des Dekretentwurfs wurden mit jeweils 6 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen. Die Gesamtheit des Dekretentwurfs wurde mit 6 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen. Der schriftliche Bericht wurde mit 9 Ja-Stimmen einstimmig angenommen. Der Ausschuss empfiehlt Ihnen daher die Annahme des vom Ausschuss angenommenen Textes. Ich danke der Verwaltung für die Ausarbeitung des Berichts und Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es Bemerkungen zum Bericht? Das ist nicht der Fall. Dann möchte ich Herrn Minister Mollers bitten, das Dokument vorzustellen. Entschuldigung. Okay, dann macht Herr Pasch das, ja. Okay. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, das Sonderdekret vom 21. Februar 2005 zur Schaffung einer autonomen Hochschule wurde durch ein Sonderdekret vom 21. September 2010 abgeändert, um die Haushaltsordnung der deutschsprachigen Gemeinschaft auch auf diese autonome Hochschule anwendbar zu machen. Zu diesem Verweis auf das Dekret vom 25. Mai 2019 über die Haushaltsordnung merkte der Staatsrat in seinem Gutachten allerdings Folgendes an. Ich zitiere: In dem vorliegenden Entwurf wird mit der Technik der Regelung durch Bezugnahme gearbeitet, um die betreffenden Bestimmungen des Dekretes vom 25. Mai 2009 anwendbar zu machen. Gemäß dieser Bestimmung geht es jedoch um eine dynamische Bezugnahme, sodass spätere Abänderungen des betreffenden Dekretes auch anwendbar sein werden. Um in Übereinstimmung mit Artikel 24 Paragraph 2 der Verfassung zu sein, wird darum mit einer statischen statt einer dynamischen Bezugnahme gearbeitet werden müssen. Auch im Sonderdekret vom 20. Januar 2014 zur Gründung eines Zentrums für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird durch statischen Verweis auf das Dekret vom 25. Mai 2009 über die Haushaltsordnung der deutschsprachigen Gemeinschaft Bezug genommen. Um das in etwas einfacher Sprache zusammenzufassen: Jedes Mal dann, wenn die Haushaltsordnung über ein normales Dekret angepasst wird, ist das für die paragemeinschaftlichen Einrichtungen anwendbar, außer für die Autonome Hochschule und das Zentrum Kaleido, weil letztere Einrichtungen über ein Sonderdekret mit 2/3 Mehrheit geschaffen wurden. Wenn wir also wollen, dass Bestimmungen, die wir in der Haushaltsordnung abändern, auch für diese beiden paragemeinschaftlichen Einrichtungen Anwendung finden, dann müssen wir jedes Mal per Sonderdekret diese Bestimmungen in das Sonderdekret übernehmen. Dazu bedarf es also einer 2/3 Mehrheit in diesem Hause. Hier in diesem konkreten Fall geht es jetzt um das Datum für die Hinterlegung der Tätigkeitsberichte, das nunmehr auf den 15. Juli
festgelegt werden sollen. Ich erinnere daran, dass wir diese Bestimmung schon vorgenommen haben für alle anderen paragemeinschaftlichen Einrichtungen. Dazu hat es auch übrigens eine breite Einstimmigkeit in diesem Hause gegeben und die Autonome Hochschule mit dieser Bestimmung schon arbeitet. Der Rechnungshof hat uns aber darauf hingewiesen, dass wir diese juristischen Anpassungen auf der Grundlage des Staatsratsgutachtens vornehmen sollten, um auch für die Autonome Hochschule Rechtssicherheit zu schaffen. Und deshalb möchte ich Sie bitten, möglichst mit einer Zweidrittelmehrheit dieser Anpassung zuzustimmen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Wir kommen dann zu den Stellungnahmen der Fraktionen. CSP. Wir verzichten auf einen Redebeitrag, aber werden dem zustimmen. Dankeschön. ProDG, Vivant, SP, Ecolo, BFF. Damit sind die Stellungnahmen beendet und ich kann mir nicht vorstellen, dass darauf eine Erwiderung der Regierung geben wird. Dem ist so. Dann fallen auch die anderen Erwiderungen aus. Wir kommen dann zur Diskussion und Abstimmung über die einzelnen Artikel des Dokumentes. Ich erinnere daran, dass die einzelnen Artikel und der Dekretentwurf mit einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen werden muss. Artikel 1, möchte sich jemand zu Wort melden? Das ist nicht der Fall. Wer ist für Artikel 1? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Darf ich das gleiche Abstimmungsverhältnis für die Artikel 2 und 3 voraussetzen? Dem ist so. Dann kommen wir zu der Schlussabstimmung, die namentlich erfolgt, wozu dann unsere Sekretärin die Namen aufrufen wird. Wir beginnen heute mit Jerome Franzen, ja. Gregor Freches, ja. José Gromes, ja. Josef Hillixmann, ja. Sandra Huben, ja. Jolien Huppert, Evelyn Jade, ja. Andreas Jerusalem, ja. Céline Kevon, ja. Lydia Klinkenberg, Karl-Heinz Lambert, ja. Alain Mertes, ja. Alexander Mies, ja. Freddy Mocke, ja. Robert Nelles, ja. Charles Zavati, ja. Diana Stiel, ja. Patrick Spies, ja. Petra Schmitz, ja. Lisa Scholzen, ja. Michael Balter, ja. Freddy Krämer, ja. Patricia Kreuz. Ja. Vielen Dank. Damit ist das Dekret mit 21 Ja-Stimmen angenommen. Wir kommen nun zum Dekretentwurf zur Billigung des Zusammenarbeitsabkommens vom 21. Dezember 2018 zwischen dem Föderalstaat der Flämischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region, der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission und der Deutschsprachigen Gemeinschaft über die Beteiligung des Föderalstaates an der Unterzeichnung der Zusatzabkommen vom 6. September 2017. Total leicht verständlicher und vielsagender Titel. Das Präsidium schlägt folgende Redezeiten vor: 5 Minuten für den Bericht und dann auch für die Vorstellung durch die Regierung, für die Stellungnahmen der Fraktionen ebenfalls 5 Minuten und bei einer eventuellen Antwort gibt es auch eine Richtredezeit von 5 Minuten und 2 Minuten danach für gegebenenfalls stattfindende Erwiderungen. Kein Einwand, dann erteile ich unserer Berichterstatterin, der Kollegin Lisa Scholzen, das Wort. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Herren Minister, werte Kolleginnen und Kollegen. In seiner Sitzung vom 18. September 2019 befasste sich der Ausschuss IV für Gesundheit, Soziales, Wohnungswesen und Energie mit dem ihm zur Beratung zugewiesenen Dekretentwurf zur Billigung des Zusammenarbeitsabkommens vom 21. Dezember 2018 zwischen den Teilstaaten über die Beteiligung des Föderalstaates an der Unterzeichnung der Zusammenarbeitsabkommen vom 6. September 2017 und 30. Mai 2018 in Bezug auf Familienleistungen, Dokument 21 Nr. 1. Die Regierung und das Ministerium informierten den Ausschuss darüber, dass mit der Billigung des Zusammenarbeitsabkommens der Föderalstaat infolge einer entsprechenden Aufforderung des Staatsrates in seinem Gutachten zu den beiden genannten Zusammenarbeitsabkommen für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 als Vertragspartei aufgenommen werde. Die beiden Zusammenarbeitsabkommen betreffen die Angliederungsfaktoren, die Verwaltung der Altlasten, den Datenaustausch, die Bedingungen für die Zuständigkeitsübertragung zwischen den Kindergeldkassen,
die gegenseitige Amtshilfe sowie die Schaffung eines interregionalen Organs für Familienleistungen. Zu den Abstimmungen im Ausschuss. Der einzige Artikel des Dekretentwurfs, der die Billigung des Zusammenarbeitsabkommens vorsieht, wurde mit 8 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. Für die Abfassung des schriftlichen Berichts wurde der Berichterstatterin einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. Der Ausschuss empfiehlt Ihnen somit die Annahme des Dekretentwurfs. Ich danke der Verwaltung für die Hilfe bei der Ausarbeitung des Berichts und Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Gibt es Bemerkungen zu diesem Bericht? Das ist nicht der Fall. Dann lade ich Herrn Minister Antoniadis ein, das Dokument vorzulegen. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, Kollegin Lisa Scholzen hat an sich ja schon im Bericht alles sehr gut vorgestellt. Deswegen werde ich darauf verzichten, im Einzelnen darauf einzugehen. Es ist ein Abkommen, eins von vielen, das wir hier in diesem Parlament nach der Übernahme der Kindergeldgesetzgebung zu verabschieden haben. Es sind alle Bemerkungen vom Staatsrat berücksichtigt worden. Es ist ein Gutachten vom Beirat angefragt worden für Familienleistungen. Das war ja auch positiv. Und somit bitte ich darum, dass das Parlament dem Ganzen zustimmt. Und ich bedanke mich bei der Verwaltung für die Erstellung des Berichts. Dankeschön. Vielen Dank. Wir kommen dann zu den Stellungnahmen der Fraktionen. Gibt es da welche, die Stellung beziehen wollen? Das ist nicht der Fall, dann ist das auch erledigt. Die Stellungnahme der Regierung und die Repliken bedürfen auch keiner weiteren Eröffnung. Wir kommen dann zu der Diskussion und Abstimmung über den einzelnen Artikel dieses Dekretes. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Einstimmig angenommen. Namentliche Abstimmung. Jerome Franz, ja. Gregor Frisch, ja. José Gromes, ja. Josef Felixmann, ja. Sandra Huben, ja. Jolien Huppertz, Evelyn Jade, ja. Andreas Jerusalem, ja. Celine Kever, ja. Lydia Klinkenberg, ja. Karl-Heinz Lambert, ja. Ale Mertes, ja. Alexander Mies, ja. Freddy Mockel, ja. Robert Nelles, ja. Petra Schmitz, ja. Lisa Scholz, ja. Charles Savati, ja. Patrick Spies, ja. Diana Stiel, ja. Michael Balter, ja. Freddy Krämer, ja. Patricia Kreuz. Damit ist das Dokument mit 22 Ja-Stimmen angenommen. Zur Diskussion und Abstimmung steht nun der Dekretentwurf zur Anerkennung von Assistenztieren und über die Zugangsrechte zu öffentlichen Orten von Personen in Begleitung eines Assistenztieres. Das Präsidium schlägt folgende Redezeiten vor. 5 Minuten für den Bericht, 10 Minuten für die Vorstellung durch die Regierung, jeweils 10 Minuten für die Stellungnahme seitens der Fraktionen. Die Richtzeit für die Antwort der Regierung wäre ebenfalls 10 Minuten und für eine Erwiderung bleibt dann 5 Minuten pro Fraktion. Kein Einwand, dann ist dem so und ich bitte unsere Berichterstatterin, die Kollegin Evelyn Schader, ihren Bericht vorzutragen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Herren Minister, werte Kolleginnen und Kollegen. In 2 Sitzungen befasste sich der Ausschuss 4 für Gesundheit, Soziales, Wohnungswesen und Energie mit dem ihm zur Beratung zugewiesenen Dekretentwurf zur Anerkennung von Assistenztieren und über die Zugangsrechte zu öffentlichen Orten von Personen in Begleitung eines Assistenztieres, Dokument 22 Nummer 1. Die Regierung und das Ministerium teilten im Ausschuss mit, dass die Annahme des Dekretentwurfs im Hinblick auf die fortzusetzende Umsetzung des Übereinkommens der Vereinigten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung in der deutschsprachigen Gemeinschaft und des Aktionsplans DG inklusiv 2025 ein bedeutender Schritt sein werde. Zum einen soll dekretal der Zugang von Personen mit Unterstützungsbedarf zu Gebäuden und anderen Einrichtungen erleichtert werden. Zum anderen die persönliche Mobilität von Personen mit Unterstützungsbedarf im Sinne größtmöglicher Unabhängigkeit durch die Bereitstellung und Anerkennung von Assistenztieren und ihre Bezuschussung gefördert werden. Im Ausschuss erfolgte eine ausführliche Erörterung und Analyse des Dekretentwurfs. Es wurde ein Abänderungsvorschlag hinterlegt. Für eine detaillierte Kenntnisnahme der Beratung im Ausschuss möchte ich auf den Ihnen vorliegenden schriftlichen Bericht Dokument 22 Nummer 3 verweisen. Zu den Abstimmungen.
Der Abänderungsvorschlag Nummer 1 sowie die einzelnen Artikel des Dekretentwurfs wurden angenommen. Einzelne Ausschussmitglieder enthielten sich bei einigen Artikeln. Die Gesamtheit des Dekretentwurfs in seiner abgeänderten Form wurde mit 7 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen. Die Ausschussmitglieder, die sich bei der Gesamtabstimmung enthielten, begründeten dies damit, sich noch mit ihren Fraktionskollegen definitiv zum Dekretentwurf konzertieren zu wollen. Der Berichterstatterin wurde für die Abfassung des schriftlichen Berichts einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. Der Ausschuss empfiehlt Ihnen die Annahme des von ihm angenommenen Textes. Ich danke der Verwaltung für die Hilfe bei der Erstellung des Berichtes und Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Gibt es Bemerkungen zum Bericht? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich Herrn Minister Anton Jadis, das Dekret vorzustellen. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, auch dieser Bericht war an sich ziemlich vollständig. Dennoch möchte ich kurz auf einige Dinge eingehen. Zum einen, dass morgen am 15. Oktober der internationale Tag des Weißen Stocks ist. Der Weiße Stock ist ein Instrument für Menschen, die eine Sehbeeinträchtigung haben. Es ist inspiriert worden von den von Polizisten, die eigentlich das den benutzt haben, um den Verkehr zu regeln in Paris um 1930. Und demnach dient es der Unterstützung der Menschen in ihrem Alltag, aber auch als Symbol für die Menschen, die eine Sehbeeinträchtigung haben. Und bei diesem Dekret handelt es sich alles andere um ein Symbol. Es geht darum, die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu unterstützen. Es geht darum, ihnen mehr Selbstbestimmung zu geben. Und es geht darum, einiges Rechtliches zu klären, damit auch der Zugang mittlerweile dann unproblematischer wird. Das war bisher nicht der Fall. Bisher gab es eine Bezuschussung seitens der Dienststelle für das selbstbestimmtes Leben. Aber der Zugang war nicht klar geregelt. Damit wird das dann auch geschehen. Wir haben zum einen die Anerkennung der Assistenztiere vorgesehen. Wir sind übrigens die Einzigen in Belgien oder die Ersten, besser gesagt, die nicht von Assistenz oder nicht ausschließlich von Assistenzhunden sprechen, sondern auch von Assistenztieren. Das bedeutet, dass auch andere Tiere eingesetzt werden können. Ein berühmtes Beispiel ist ein Pony im Europaparlament vor einigen Jahren. Sie erinnern sich vielleicht, also es gibt da weitaus mehr als nur Hunde. Es geht um die Bezuschussung von Assistenztieren in diesem Dekret und es geht, wie ich eben schon sagte, um den Zugang, um die Gewährleistung des Zugangs zu öffentlich zugänglichen Gebäuden. Das betrifft nicht nur Verwaltung, das betrifft zum Beispiel auch Geschäfte und Ähnliches, aber es schränkt hier und da auch ein, wenn es eine Gesetzgebung gibt, die vorschreibt, dass kein Tier aus hygienischen Gründen zum Beispiel oder Sicherheitsgründen einen Raum betreten darf, dann darf man auch künftig nicht mit einem Assistenztier dort eintreten, wenn es also übergeordnetes Recht gibt, das dies einschränkt. Es ist ein Abänderungsvorschlag auch eingereicht worden im Ausschuss, den kann ich als Regierung nur unterstützen. Das ist für uns selbstverständlich. Es dient der Präzisierung. Das sehen wir auch ein. Die Dienststelle hat dem Dekretentwurf ebenfalls zugestimmt bzw. grünes Licht gegeben. Ich bedanke mich auch für die Erarbeitung des Berichts und Ihnen für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen Dank. Wir kommen nun zu den Stellungnahmen der einzelnen Fraktionen. Für die CSP, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Es ist schon verwunderlich, dass der Regierung zum Einstieg in die Legislaturperiode und zum Haushalt jeweils 90 Minuten Redezeit eingeräumt werden, während ein Dekret, bei dem es um Menschen mit einer Beeinträchtigung geht, in relativ kurzer Zeit besprochen werden soll. Auch wenn im vorliegenden Dekret von Assistenztieren die Rede ist, geht es doch im Wesentlichen um Assistenzhunde. Der Benelux-Rat hat im Dezember 2012 eine Empfehlung ausgesprochen, wonach der Zugang von Assistenzhunden zum Wohle der Menschen mit einer Behinderung rechtlich geregelt werden soll.
Meine Frage von März diesen Jahres, warum in diesem Bereich noch keine DG-eigenen Förderbestimmungen festgelegt worden seien, obwohl Flandern und die Wallonie seit über 10 Jahren über solche Regelwerke verfügen, beantwortete der zuständige Minister Antoniadis damals nicht. Er stellte allerdings in Aussicht, dass ein Dekret noch in dieser Legislatur, also vor Mai 2019, verabschiedet werden könne. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wenn es denn tatsächlich stimmt, dass Gutding Weile braucht, dann lassen Sie mich dieses Regelwerk, das uns jetzt beschäftigt, vom praxisbezogenen Standpunkt aus bewerten. Ich schicke vorweg, der Text, der uns jetzt vorliegt, ist unserer Meinung nach nicht ausgereift. Eine österreichische Richtlinie fasst sehr gut zusammen, was ein Assistenzhund ist. Ein Assistenzhund ist ein Hund, der sich bei Nachweis der erforderlichen Gesundheit und seiner wesensmäßigen Eignung sowie nach Absolvierung einer speziellen Ausbildung vor allem im Hinblick auf Sozial- und Umweltverhalten, Gehorsamkeit und spezifische Hilfeleistungen besonders zur Unterstützung eines Menschen mit Beeinträchtigung eignet. Assistenzhunde sollen zum Zwecke der Erweiterung der Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen eingesetzt werden und dauernd bei der betroffenen Person leben. Darüber hinaus leisten sie einen wertvollen Beitrag zur Kommunikation und zum Abbau von einstellungsmäßigen Barrieren. Wenn also ein Assistenztier für einen Menschen mit Beeinträchtigung ein Hilfsmittel ist, das ihm zu mehr Selbstständigkeit verhilft, dann ist es unerlässlich, dass dieses Assistenztier-Halter-Team ständig zusammen ist. Darum dürfen Menschen mit Assistenztieren ihre Hunde oder ihre Tiere überall dabei haben, wo Publikumsverkehr herrscht. Der Minister hat es gerade ja auch erläutert, da ist die Überschrift dann schon nicht ganz so deutlich, wenn sie nur von öffentlichen Orten spricht. Wenn wir uns also heute über das Thema beugen, dann weil eine UN-Konvention schreibt, dass jeder Mensch Zugang zu öffentlichen Orten haben muss und dass das auch für Menschen mit einer eingeschränkten Mobilität gelten muss. Ich frage mich daher, warum dieses Dekret nicht europäische Standards zugrunde gelegt hat, soweit das zumindest möglich wäre. Anerkennung als Assistenztier, Zulassung als Trainer, Bescheinigungen oder Ausweise, Eignungsprüfung, Zwischenprüfungen hätten meines Erachtens auf wesentlich breiterer Basis ausgerichtet sein müssen. Wir haben doch in Ostbelgien genug Grenzlanderfahrung, um zu wissen, dass unterschiedliche lokalspezifische Regelungen nur für Verwirrung sorgen. Was unterscheidet einen schwedischen, deutschen oder flämischen von einem frankophonen und deutschsprachigen Assistenzhund? Wann darf der deutsche Hund mit ins Kino, wann der Hund aus der französischen Gemeinschaft nicht ins Fußballstadion der AS? Merken Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, in welche skurrile Situationen wir uns mit derlei Regelwerken bringen können. Wie schwierig wird es, wenn jemand umzieht? Wie schwierig wird es, wenn Struppi, bisher als Assistenzhund durch eine belgische Organisation eingestuft, jetzt in der DG vielleicht sang- und klanglos untergeht? Warum muss hier das Tier jedes Jahr geprüft werden? Anderswo jedes dritte Jahr, während eine wieder andere Praxis die Teilnahme an regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen für das Assistenztierhalterteam vorsieht, beziehungsweise die öffentliche Förderung an diese Verpflichtung zur Teilnahme bindet. Artikel 7 sagt, dass ein von der DSL zugelassener Assistenztrainer die Eignungsprüfungen durchführen muss. Wäre es nicht besser, eine nicht profitorientierte Ausbildungsinstitution anzuerkennen, statt eine Einzelperson? In Belgien und in den Nachbarländern gibt es eine ganze Reihe von gemeinnützigen Organisationen, die den beiden großen Dachverbänden Assistance Dog International und Assistance Dogs Europe angeschlossen sind. In Belgien sind es 9 solcher Organisationen. Diese Organisationen achten darauf, dass die Einhaltung einheitlicher Standards gewährleistet wird, weshalb weltweit Assistenzhunde von Mitgliedsorganisationen der ADI und ADOI als sehr qualifiziert angesehen werden.
und selten Schwierigkeiten bei Zutrittsrechten bestehen. Der Dekretentwurf erwähnt mit keinem Wort diese professionell arbeitenden Non-Profit-Organisationen. Indem er nur von anerkannten Assistenztrainern spricht, eröffnet er möglicherweise sogar einen Markt für den Verkauf von Assistenzhunden. Das vorliegende Dekret ermöglicht laut Artikel 8 die Bezuschussung des Assistenztieres durch die DSL, wenn sie den Unterstützungsbedarf feststellt. Wie stellt sie diesen fest? Die Bezuschussung umfasst mindestens das Training und die medizinischen Kosten des Assistenztieres. Aber wie verhält es sich mit den Anschaffungskosten des Welpen und zum Beispiel den Kosten für die Ausbildung des Menschen mit Behinderung? Die gemeinnützigen Organisationen in Belgien stellen den Assistenzhund, seinen Halter, gratis zur Verfügung. Trotzdem entstehen natürlich Kosten durch Anschaffung, medizinische Versorgung und Ausbildung, hohe Kosten. Kann die Ausbildung des Hundes auch der Organisation erstattet werden? Zu den Bedingungen zur Aufrechterhaltung der Anerkennung als Assistenztier, also den jährlichen Prüfungen, möchte ich Ihnen gern etwas ganz Persönliches sagen. Ich kenne das Leben mit einem solchen Assistenzhund-Team aus meinem Alltag. Ein Assistenzhund bleibt immer ein Hund und sowohl Herrchen als auch Hund eignen sich im Laufe der Jahre Verhaltensmuster und Gewohnheiten an, die in gewissen Fällen möglicherweise tatsächlich nicht immer dem einmal erlernten Standard entsprechen. Wenn die Organisation von jährlichen Prüfungen vorgesehen wird, um dem entgegenzuwirken, dann zweifle ich an deren Effektivität. Ein Hund ist nämlich ziemlich intelligent und kann Arbeits- und Prüfungssituationen von Freizeit unterscheiden. Wie soll außerdem eine einheitliche Prüfung die Vielzahl verschiedener Arten von Assistenztieren, insbesondere die Vielzahl an Assistenzhunden, mit ihren ganz unterschiedlichen Aufgaben berücksichtigen? Schließlich führen unterschiedliche Unterstützungsbedarfe des Menschen zu unterschiedlichen Anforderungen an das Assistenztier. Regelmäßiges Training und Fortbildungsmaßnahmen wären da besser geeignet. Was die jährliche Prüfung aber außerdem ganz konkret bedeutet, möchte ich daran aufzeigen, wie die Zuteilung eines Assistenzhundes durch die mir bekannte, anerkannte Organisation Osmose funktioniert. Ein Kind, ein Jugendlicher oder ein Erwachsener mit einer Beeinträchtigung verschiedenster Art wendet sich an die Organisation mit dem Wunsch nach einem Assistenzhund. Diese prüft das Anliegen. Bei positiver Bewertung des Antrags vergehen noch einmal viele Monate, bevor ermittelt wird, welches in der Ausbildung befindliche Tier zum Halter passt. Dann wird das künftige Team langsam aneinander gewöhnt und auch der Halter ausgebildet. Wenn der Hund dann circa 2 Jahre alt ist, wird das Team gemeinsam eine durch die VOG organisierte Prüfung ablegen, durch die der Hund als Assistenzhund anerkannt wird. Das ist ein langer Prozess, der zu einer intensiven Bindung des Teams führt. Überall in Belgien bleibt dies gültig, bis der Hund in Rente geht und der Halter, wenn er es denn wünscht, den Weg mit einem neuen Assistenzhund beginnt. Nur in der DG. Da muss das Team sich nun zunächst nochmals um eine spezifische Anerkennung bemühen und darüber hinaus Jahr für Jahr darum bangen, dass das Tier weiterhin anerkannt wird. Sollte dies einmal nicht mehr der Fall sein, wird laut Ausschussbericht, ich zitiere, dem Nutznießer ein neues Assistenztier zur Verfügung gestellt. Weg und ein neues? Wir haben es hier doch nicht mit einem Rollstuhl zu tun, der nicht mehr die gewünschten Dienste leistet. Was wird aus dem Menschen, dem Kind, das über die Zeit hin ein enges Verhältnis zu seinem Assistenztier aufgebaut hat, aber dieses jetzt ersetzt werden muss, weil es die Zwischenprüfung nicht besteht? Ich finde eine solche Vorgehensweise unzumutbar. Apropos, wird der neue Hund dann auch wieder bezuschusst? Ergänzend dazu noch eine Ungereimtheit. Für die Anerkennung als Assistenztier, die in Artikel 4 geregelt wird,
muss das Assistenztier bei einer Person mit Unterstützungsbedarf leben, von einem Assistenztrainer ausgebildet worden sein und von diesem eine Bescheinigung erhalten haben. Von einer Bedarfsermittlung ist hier nicht die Rede. Artikel 6 sagt dann aber, dass die Anerkennung als Assistenztier verfällt, wenn die Dienststelle im Rahmen einer Bedarfsermittlung feststellt, dass die Person mit Unterstützungsbedarf keine Assistenz mehr benötigt. Wir ändern also unterwegs die Spielregeln. Die hier angedachte Regelung scheint mir eher Verwaltungsbeamte zu beruhigen, als dass sie den Anforderungen des gelebten Alltags gerecht wird. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie Ihre Rede bereits während einer Minute und 30 Sekunden überschritten haben. Bitte kommen Sie zur Schlussfolgerung. Ich bin jetzt bei der Schlussfolgerung, genau. Was wir hier regeln, ist keine Bauvorschrift, keine Gehaltszulage und keine Norm für Kinderspielplätze. Es geht hier um Menschen, die durch ein Tier an ihrer Seite ein etwas leichteres, ein etwas selbstbestimmteres Leben führen können. Diesen Menschen müssen wir helfen. Diesen Menschen müssen wir nicht noch weitere Barrieren in den Weg legen, indem wir sie Jahr für Jahr zu einer Prüfung antreten lassen, in denen wir sie mit Papierkram überlasten und einen weiteren Termin und eine Menge Stress ihnen auferlegen. Ganz davon abgesehen, dass wir dann noch gar nicht wissen, wie die Organisation, Durchführung und Finanzierung dieser Prüfung geregelt ist. Unseren Vorschlag, eine Expertin einzuladen, den hat man im Ausschuss abgelehnt, mit der Begründung, es bringe keinen Mehrwert. Schockiert hat uns die Tatsache, dass die Regierung es verpasst hat, diesen Dekretentwurf dem sogenannten kleinen Forum vorzulegen. Das Forum, wir wissen das alle, bittet ja augenblicklich durch Petition darum, ein von der Zivilgesellschaft anerkannter Behindertenbeirat in Ostbelgien zu werden. Ein solches Gremium nicht einzubeziehen, straft jede Rede von der Wichtigkeit und der Aufwertung der Bürgerbeteiligung Lügen. Deswegen, ich hätte einem Dekretentwurf zur klaren Regelung der Zugangsrechte, die wir wirklich brauchen für Assistenztiere, sehr kommen gerne Sie bitte zugestimmt. Zur Schlussfolgerung, sonst muss ich Ihnen das Wort entziehen. Aber wir werden dem jetzt leider so nicht zustimmen können in dieser Form und würden empfehlen, dass man sich noch mal über das Papier beugt. Dankeschön für Ihre Geduld. Als nächstes hat die ProDG-Fraktion das Wort. Werter Herr Präsident, werte Damen und Herren Minister, werte Kolleginnen und Kollegen. Im Namen der Mehrheitsfraktion möchte ich zu diesem Dekretentwurf einige Anmerkungen machen. Die Bedeutung gewisser Assistenztiere ist meines Erachtens mit Worten ja gar nicht zu beschreiben. Für viele Menschen mit einer Beeinträchtigung öffnen diese Tiere Türe zu einem selbstständigen Leben. Selbstständigerem Leben natürlich. Es ist manchmal erstaunlich und fast schon wundersam, wie und was diese Tiere leisten und bewegen können und welche Freiheiten sie ihrem Partner, dem behinderten Menschen, ermöglichen. Sei es durch die Begleitung zur Schule, zur Arbeit oder zum Einkaufen, ob mit Bus, Zug oder zu Fuß, sei es die Hilfe beim Aus- und Anziehen oder bei simplen Haushaltsaufgaben. Eine unzählige Palette von Dingen kann durch tierische Assistenten wesentlich vereinfacht und gar ermöglicht werden. Ganz zu schweigen von der psychischen Hilfe, die seitens eines treuen tierischen Partners erwiesenermaßen gegeben ist. Von daher begrüßen die Mehrheitsfraktionen natürlich, dass wir mit dem vorliegenden Dekret auch in der DG einen rechtlichen Rahmen schaffen, diese Assistenztiere anzuerkennen, was in der Folge die Bezuschussung der Nutzung eines solchen Tieres ermöglicht. Wohl wissend, dass die Ausbildung beispielsweise eines blinden Hundes 1,5 bis 2 Jahre dauert und mit sehr großem Arbeitsaufwand betrieben wird, kann somit die finanzielle Belastung, die im zitierten Fall ja zwischen 15.000 und 20.000 Euro liegt, durch eine Subvention deutlich erleichtert werden. Ich muss zugeben, erst war ich persönlich etwas erstaunt, dass dieses Dekret auch Zugangsrechte zu öffentlichen Orten für Assistenztiere behandelt. Solche Zugangsrechte müssen doch eigentlich selbstverständlich sein und eigentlich keiner Regelung bedürfen. Ich habe aber verstanden, dass in unserer Zeit leider solche Regelungen und gegebenenfalls Strafmaßnahmen notwendig sind, um das Recht des Einzelnen zu schützen.
Mir persönlich schien es selbstverständlich und mit gesundem Menschenverstand gesehen auch normal, dass im gegenseitigen Respekt eine solche dekretale Regelung eigentlich überflüssig sein müsste. Respekt, das gilt natürlich auch für beide Seiten. Der Mensch mit extremer Hundeallergie oder gar Hundephobie muss ja nicht in einem öffentlichen Gebäude zum Beispiel unbedingt der direkte Stuhlnachbar eines solchen Tieres sein. Sorge bereitet mir im Übrigen die vorgesehene jährliche Kontrolle und Prüfung, ob das Assistenztier noch seiner Funktion entspricht. Verständlich ist, dass ein teuer ausgebildeter Hund nicht schon nach kurzer Zeit seinen eigentlichen Job nicht mehr auszuüben braucht und nur noch als Familienhund tätig ist. Allerdings sollte es auf keinen Fall wegen unterschiedlichen Ausbildungsphilosophien zu Situationen kommen, bei denen der Prüfer, der eventuell eine andere Sicht der Begleittiereinsetzung hat als der Ausbilder des Tieres, dem Behinderten seinen besten Freund ohne fundierten Grund einfach wegnimmt. Daher war meine Anregung im Ausschuss auch, die jährliche Kontrolle in eine, nennen wir es etwa jährliche Wartung, durch den Ausbilder des Tieres zu ersetzen. Denn keiner kennt das Tier besser als ein Ausbilder. Dieser könnte mit Sicherheit manche praktischen Dinge, die sich mit der Zeit verändert oder einfach mit einer anderen Situation heraus ergeben haben, im Zusammenspiel mit Tier und dem betroffenen Menschen anpassen. Ein treffendes Beispiel ist beispielsweise der blinde Hund, der sich weigert, in den neu eingesetzten Autobus einzusteigen, dessen Eingang er ja bis dato gar nicht kannte. Und dieses Einsteigen könnte ihm sein Trainer natürlich nachträglich wieder beibringen. Ich denke, solch eine ständige Begleitung wäre ein Plus für alle Beteiligten und würde auch allen Beteiligten etwas bringen. Werte Kolleginnen und Kollegen, mit dem vorliegenden Dekret wird ein weiterer Beitrag dazu geleistet, dass in der deutschsprachigen Gemeinschaft die Integration von Menschen mit Beeinträchtigung weiter voranschreitet. Bleibt mir nur noch zu erwähnen, dass die drei Mehrheitsfraktionen diesem Dekret dann zustimmen werden. Vielen Dank. Als nächstes hat die Vivant-Fraktion das Wort, Herr Walter. Ich möchte es aber nicht unterlassen, unserem Kollegen José Gómez, unabhängig von dem, was er gesagt hat, recht herzlich zu seiner Jungfernrede zu gratulieren. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, uns allen ist bekannt, wie wichtig ein Assistenztier für die betroffene Person sein kann. In einigen Punkten muss ich Frau Huben recht geben mit ihren Anmerkungen, in anderen Punkten muss ich auch Herrn Gómez recht geben, beziehungsweise den Mehrheitsfraktionen, auch wenn das selten vorkommt. Ich hatte im Ausschuss zwei Anmerkungen zu den Artikeln 9 und Artikel 10. Der Hintergrund war, Artikel 9, Artikel 10, der regelt eben die Zugangsrechte. Herr Gómez hatte das gerade auch nochmal angesprochen. Und der Staatsrat hatte da, so wie ich finde, eine Anmerkung gemacht, die man nicht unerwähnt lassen sollte. Und zwar ging es darum, dass der Staatsrat sagte, dass bei Unterstrafestellung einer Handlung müsste es möglichst präzise definiert sein. Wir haben im Ausschuss darüber gesprochen und das kann man auch im Bericht auf Seite 3 nachlesen. Und deshalb hatten wir uns auch diesen zwei Artikel enthalten, weil das eben nicht präzise definiert ist. Ganz kurz auf die Anmerkungen von Frau Huben. Ich schlage vor, dass wir im Ausschuss in einem Jahr dieses Dekret nochmal evaluieren. Ich muss sagen, ich bin nicht so tief in dieser Materie drin wie Sie. Und Sie haben da einige Anmerkungen gesagt, da würde ich gern der Sache etwas nachgehen. Ich finde aber im Großen und Ganzen, dass dieses Dekret effektiv, wie das so oft vorkommt, nicht ausgereift ist und da vieles über Erlasse geregelt ist. Und das sagen wir immer wieder im Ausschuss und das ist schade, weil das Parlament da eben kein Mitspracherecht hat. Trotzdem werden wir diesem Dekret zustimmen. Wir werden uns bei zwei Artikel 9 und Artikel 10 enthalten und wir schlagen vor, dass wir, wie gesagt, in einem Jahr dann vielleicht auch mit einem Betroffenen oder auch mit dem kleinen Forum im Ausschuss dann sprechen. Ich denke, die Regierung wird auch nichts dagegen haben und auch mit der DSL, um dann eben zu sehen, ob es irgendwo hapert oder ob man irgendwo Verbesserungen anbringen könnte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Als nächstes spricht die Ecolo-Fraktion. Sehr geehrter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, die Ecolo-Fraktion wird diesem Dekretentwurf in seiner Gesamtheit zustimmen. Er ist vom Prinzip her ein weiterer Schritt hin zu mehr Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung in unserer Gesellschaft und auch in der deutschsprachigen Gemeinschaft. Personen, die mittels eines Assistenztieres ihre Selbstständigkeit wesentlich erweitern können und dadurch ihre Lebensqualität steigern, sollte nicht aufgrund finanzieller Hindernisse darauf verzichten müssen. Und sie sollten ein Recht darauf haben, dass ihr Assistenztier sie im Alltag möglichst überall hin begleiten darf. Diesen beiden Zielen versucht der heutige Dekretentwurf gerecht zu werden. Diese beiden Ziele sieht auch Ecolo als wichtig und erstrebenswert an. Ich möchte jedoch auch drei Punkte aufgreifen. Zwei betreffen die Artikel 9 und 10 des Dekretes. Ein Punkt ist eher genereller Art. Den Artikel 9 und 10 dieses Dekretes werden wir nicht zustimmen. Dazu erstens, das Dekret geht in seinem Ansatz weiter als anderswo. Während anderswo im Land Anerkennung und Mitführung von Assistenzhunden geregelt wurde, spricht unser Dekret von Assistenztieren. Die Absicht ist löblich, denn warum sollte es auch nicht vereinzelt andere Tierarten geben, die einer Person mit Unterstützungsbedarf zu einer größeren Selbstständigkeit verhelfen? Wohlgemerkt, es geht ja immer um Assistenztiere, es geht nicht um reine Begleittiere oder Therapietiere. Als Beispiel einer anderen Tierart wurden in den Erläuterungen des Dekrets und auch noch heute vom Minister Ponys genannt. Das macht kein Problem im Dekret, wenn es um die Anerkennung des Assistenztieres geht, um die Zulassung von Assistenztrainern, ob es denn jetzt Trainer sein können. Ich hoffe, dass das im Ausführungserlass ein bisschen präzisiert wird in die Richtung, die von Frau Huben erwähnt wurde. Und es geht auch um Bezuschussung der Trainingskosten und eventueller medizinischer Kosten. Für unsere Fraktion bleibt jedoch offen, wie denn das Dekret bei den Zugangsrechten zu öffentlichen Orten gehandhabt werden kann, wenn es auch hier sich allgemein auf Assistenztiere bezieht. Öffentliche Orte sind im Sinne des Dekretes nicht nur Gebäude von öffentlichen Verwaltungen wie einem Rathaus oder einem Ministerium, sondern auch Restaurants, Kirchen, Busse und Taxis. Und jetzt erinnere ich Sie an das beispielhaft angeführte Pony. Das lässt ein wenig schmunzeln, wenn man sich das alles so bildlich vorstellt. Ich will das jedoch nicht ins Lächerliche ziehen, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass diese Frage in Artikel 9 des Dekretes offen bleibt und mir auch nicht klar ist, wie die Regierung das in einem Ausführungserlass praktisch regeln will. Denn sie darf nicht einfach gegen das allgemeine Prinzip des Zugangsrechts verstoßen und eigentlich auch nicht weitergehen oder ganz andere Dinge regeln als die im Artikel 9 genannten verständlichen Ausnahmen von diesem Prinzip. Zweitens, das ist jetzt zu Artikel 10, hier wird in einem wichtigen Punkt komplett über das Gutachten des Staatsrates hinweggegangen. Und zwar aus Bequemlichkeit. Artikel 10 verfügt Strafmaße, falls man einer Person mit Unterstützungsbedarf und ihrem Assistenztier unrechtmäßig den Zugang zu einem öffentlichen Ort verweigert. Es droht Gefängnis bis zu einem Jahr und/oder bis zu 1.000 € Geldstrafe. Es sei denn, eine der Ausnahmeregeln greift. Diese sind jedoch nicht aufgelistet, weiterhin auch nach den Bemerkungen des Staatsrates nicht. Und es wird nur auf dahingehende gesetzliche, dekretale oder verordnungsrechtliche Bestimmungen hingewiesen. Da bei Zuwiderhandlung jedoch Strafrechtliches droht, sieht der Staatsrat bei einem solch vagen Hinweis
einen Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Er verlangt da eine Umformulierung des Artikels 9 und 10 und das ist nicht erfolgt. Ich hoffe jedenfalls, dass es nie hart auf hart kommen wird, denn ich weiß nicht, ob ein Richter in Kenntnis dieser Sachlage und bei einer unklaren Situation jemals eine Strafe verhängen wird. Der dritte Punkt ist allgemeiner Art. Ecolo hat sich immer wieder dafür ausgesprochen, dass die DG-Regierung und das Ministerium nicht Dinge übernehmen sollen, die beispielsweise Sache der Gemeinden sind oder den Vereinen und Organisationen überlassen werden sollten. Wir sind jedoch auch dafür, dass im Gegenzug Regierung und oder Ministerium ihre hoheitlichen Aufgaben selbst wahrnehmen. Dementsprechend sollten Gesetzesentwürfe auch von diesen Stellen selbst erstellt werden. Natürlich in Rücksprache oder unter Einbeziehungen der Betroffenen von Organisationen aus dem Sektor und so weiter. Ohne es inhaltlich zu bewerten, ist es dann doch schon erstaunlich, dass dieser Dekretentwurf nicht von der Exekutiven selbst, sondern von einer parastatalen Einrichtung ausgearbeitet wurde. Das ist ungefähr so, als ob das Arbeitsamt ein Dekret zu Fördermaßnahmen im Bereich Beschäftigung schreiben würde oder der BAF das neue Mediendekret verfasst. Man kann nicht immer alles strikt trennen und Zusammenarbeit ist eigentlich auch erstmal positiv zu werten. Aber letztendlich sollte schon jeder in etwa bei seinen Leisten bleiben und seine Mittel auch für seine Kernaufgaben einsetzen. Und für diese Kernaufgaben natürlich auch genügend Mittel erhalten. Werte Kolleginnen und Kollegen, die Ecolo-Fraktion wird diesen beiden Artikeln, wie gesagt, nicht zustimmen, sie ablehnen. Und dennoch, nach all dem, was gesagt worden ist heute, dem Dokument in seiner Gesamtheit zustimmen, damit wenigstens eine erste Regelung für die Betroffenen gefunden ist. Und angesichts dessen, was von der Opposition an verschiedenen Argumenten noch heute gekommen ist, legen wir auch großen Wert darauf, dass nach einem, ich nenne es mal nach einem Probelauf des Dekretes, dass dieses noch einmal seriös auf den Prüfstand kommt im Ausschuss. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann hat die Regierung das Wort zur Replik. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich zunächst bedanken für die zahlreichen Beiträge der Fraktionen. Ich finde es gut, dass man im Ausschuss darüber ausgetauscht hat. Ich finde es etwas schade, Frau Huben, dass einige der Fragen, die Sie heute hier aufgeworfen haben, Sie eben nicht im Ausschuss vorgetragen haben, weder persönlich noch über andere Vertreter Ihrer Fraktion eine nachgekachtete Analyse des Dekrets, um daraus eventuell ein Politikum zu machen. Das erachte ich als sehr schade, auch im Sinne des Inhalts eigentlich dieses Dekrets und der Zielsetzung, die dahinter steckt. Ich glaube, wir brauchen nicht diese Spielchen, Mehrheit gegen Opposition zu spielen, schon mal gar nicht auf dem Rücken von Menschen mit Beeinträchtigung. Wir haben auch im Ausschuss nicht eine Anhörung abgeschmettert, wie hier behauptet wird. Ich war selbst nicht anwesend an dem Tag, als der Vorschlag gekommen ist. Allerdings hat mein Vertreter im Ausschuss eigentlich mitgeteilt, dass wir den Ausführungserlass auch gerne vorstellen würden im Ausschuss und dass man bei dieser Gelegenheit auch einen Betroffenen anhören könnte. Das war der Vorschlag, der damals meinen Informationen zufolge gemacht wurde. Also man sollte auch da bitte bei der Wahrheit bleiben. Dass man bedauert, dass nicht auf europäischer Ebene eine einheitliche Regelung gefunden wird, beziehungsweise dass die DG sie nicht einführt, das ist auch etwas eigenartig. Natürlich gibt es unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Staaten und solange es keine europäische Einigung darauf gibt, kann es auch keine einheitliche Vorgehensweise geben. Also dazu sagen, die deutschsprachige Gemeinschaft hat andere Regeln als Frankreich oder Schweden und Italien, ja, das stimmt. Und das ist auch normal so, da ja nicht auf europäischer Ebene nun mal diese Problematik erörtert beziehungsweise keine einheitliche Regelung vorgesehen wurde. Dass der Kollege Balter mal wieder darauf hinweist, dass die Regierung viele Dinge selbst entscheiden darf oder wird,
Dem kann ich nur zustimmen, das stimmt. Denn die Regierung ist die Instanz, die eben die Dekrete umzusetzen hat. Und sehr viele der Bemerkungen, die hier gemacht wurden, die sehr stark im Detail gehen und mit der Organisation der Anerkennung und Ausbildung zu tun haben, dass diese Fragen eben über den Erlass geregelt werden, weil sie auch viel flexibler geregelt werden können und dementsprechend auch abgeändert werden können, insofern man feststellt, dass da bestimmte Vorgehensweisen, bestimmte Prozeduren anders überlegt, angedacht waren und in der Umsetzung sich herausgestellt hat, jetzt könnte man das aber doch etwas anders gestalten. Diese Flexibilität gibt eben der Erlass und nicht das Dekret, das dann nochmal den gesamten Prozess durchlaufen musste, müsste einer Abänderung. Ich lade alle herzlich ein, wenn dieses Dekret auch angewandt wird. Und ich erinnere daran, dass wir nur an sich als neues Element oder hauptsächlich die Zugangskriterien geregelt haben und weniger die Anerkennung, auch nicht die Ausbildung. Auch das ist bis jetzt alles passiert. Und ich erinnere auch noch daran, dass es bisher nur einen einzigen Fall in Usbekistan gab über die Anerkennung bzw. die Bezuschussung eines Assistenztieres in der deutschsprachigen Gemeinschaft durch die Dienststelle für selbstbestimmtes Leben. Im Übrigen sind 8.000 Euro als Kosten angenommen worden. Das betrifft bestimmt nicht nur die Anschaffung des Tieres. Das möchte ich auch an dieser Stelle hier nochmal klarstellen. Aber ich lade Sie ein, wenn wir dann nach geraumer Zeit dieses Dekret angewandt haben, genauso wie andere Dekrete angewandt werden und auch überprüft werden, dass wir dann nochmal darüber austauschen, welche Pisten sich ergeben, wo noch nachgebessert werden muss, kann oder sollte. Ich bitte nochmal darum, dass die Fraktionen diesem Dekret zustimmen, damit wir einen Rechtsrahmen schaffen können für die nicht nur Anerkennung, sondern auch für die Bezuschussung und auch vor allem für die Zugang, für den Zugang, für die Regelung des Zugangs für die Assistenztiere. Vielen Dank. Kommen wir nun zu den Erwiderungen der Fraktionen. Wer möchte sich zu Wort melden? Frau Huben. Herr Minister, zu sagen, das würde zum Politikum gemacht werden, finde ich schon einen Schlag unter die Gürtellinie. Das ist ganz bestimmt nicht. Ich habe ja eben gesagt, ich bin auch persönlich betroffen und habe das deswegen sehr genau gelesen. Ich war sehr erstaunt, dass es im Ausschuss nach so kurzer Zeit schon abgehandelt wurde. Ich war überzeugt, dass der Antrag, eine Expertin anzuhören, noch mehr Wert gebracht hätte dem Ausschuss und dass man da nicht, und ich habe es im Ausschuss gelesen, dass das im Moment keinen Mehrwert darstellen würde. Sicher könnte man das später, das habe ich hier heute öfter gehört, man kann nachbessern. Fakt ist, es gibt eine Menge Leute, die heute einen Ausweis haben, der von einer Organisation ausgestellt wurde, von einer Organisation, nicht von einem Trainer. Die Organisationen sind international anerkannt und sind dann verantwortlich dafür, das Training und die Prüfungen nach Standards abzunehmen. Und dieser Ausweis wird dann nächste Woche hier nicht mehr gültig sein. Oder das sehe ich so erstmal dann hier nicht. Also das gibt das Dekret nicht her. Und die jährliche Prüfung heißt aber auch, es stellt jedes Jahr in Frage. Das hatten wir dann eben so auch noch nicht. Und von daher finden wir einfach, dass man auch, ich habe es ja auch gesagt, eine ganz wichtige Sache, eben diese Einzelperson gegenüber der Organisation. Die Organisation sollte unbedingt erwähnt sein, das ist sie hier nicht. Dass man ein kleines Forum nicht befragt, finde ich, hat man wirklich eine Chance verpasst. Ich wäre sehr interessiert, auch deren Einschätzung zu hören. Und auf einen Monat wäre es jetzt wahrscheinlich dann auch nicht mehr angekommen nach all der Zeit. Hätte ich mir gewünscht, dass man nicht schon in Aussicht stellt, nachzubessern, sondern dass man es von vornherein korrekt geplant hätte. Und all diese Inkohärenzen, die auch drin sind, ich habe auch eben etwas genannt, dass man das eben von vornherein rausgenommen hätte, im Interesse und für die Klarheit der Menschen, die
mit ihrem Tier und nicht ohne ihr Tier dann eben überall Zugang haben möchten. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen aus den Reihen des Parlaments? Herr Mockel. Ja, ganz kurz. Frau Huben hat es selber klargestellt, aber ich möchte es trotzdem mal aufgreifen, Herr Minister. Es hat sicherlich bessere Gelegenheiten in diesem Parlament gegeben, als einem Mitglied dieses Hauses Spielchen und Politikum vorzuwerfen. Ich fand, das war jetzt nicht sehr angebracht. Nach der heutigen Debatte bleibt ein Eindruck der Unausgegorenheit dieses Dekretes. Und ich glaube nicht, dass der Minister alles über Erlasse ausbügeln kann oder auch darf. Und sonst weiß ich auch nicht, was von diesem Dekret eigentlich übrig bleiben wird. Nochmal, es ist von mehreren gesagt worden, ich denke, wir tun wirklich gut daran, wenn wir in etwa einem Jahr das Ganze nochmal überprüfen, zusammen mit den dann hoffentlich erschienenen Erlassen des Ministers und auch mit Leuten vom Terrain. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich sehe keine mehr. Dann beschließe ich die allgemeine Diskussion und komme zu den einzelnen Artikeln. Artikel 1, möchte da jemand das Wort ergreifen? Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir ab. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Also angenommen. Kann ich dasselbe Abstimmungsverhalten für die Artikel 2 bis 8 voraussetzen? Bitte. Also 3 einschließlich, aber 4 nicht. Okay, dann kommen wir zu Artikel 3. Kommen wir zu Artikel 2. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Also angenommen. Artikel 3, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Artikel 4. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Und wer enthält sich? Angenommen. Artikel 5. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Artikel 6. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Artikel 7. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Artikel 8. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Artikel 9. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Artikel 9. Wer ist dafür? Entschuldigung, 10. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Artikel 11, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Artikel 12, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Wir kommen dann zur namentlichen Abstimmung. Jerome Franzen. Nein. Gregor Freches. Ja. José Gromes. Ja. Josef Felixmann. Ja. Sandra Huben. Nein. Jolien Huppert. Nein. Evelyn Jade. Ja. Andreas Jerusalem. Ja. Céline Kever, ja. Lydia Klinkenberg, ja. Karl-Heinz Lambert, ja. Alain Mertes, ja. Alexander Mies, ja. Freddy Mockel, ja. Robert Nelles, nein. Petra Schmitz, ja. Lisa Scholz, ja. Charles Avati, ja. Patrick Spies, ja. Diana Stiel, ja. Michael Balter, ja. Freddy Krämer, ja. Patricia Kreuz. Nein. Das Dekret ist mit 18 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen angenommen. Ich stelle fest, dass die Tagesordnung erschöpft ist und ich schließe damit die heutige Sitzung nicht, ohne aber vorher darauf hingewiesen zu haben, dass unsere nächste Plenarsitzung am 25. November 2019 stattfindet. Ich wünsche allen einen schönen Abend.